Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play zu Link's Crossbow Training! Okay. Ja, aber vorab möchte ich euch diesen Pullover hier erklären. Oder, ja, das ist ein Pullover, es ist langärmlich, ja. Mit meinem fetten Fettarm. Und eigentlich ist das hier der Kragen. Erstmal das beiseite schieben hier. Ja, der Kragen ist halt so lang. Und hier ist einfach nur eine Reihe an Knöpfen. Das ist nicht wirklich aufknöpfbar, das ist einfach nur Deko. Und das zieht sich halt bis zum Ende des T-Shirts, des Pullovers. Und das knicke ich halt hier gerne um. So. Damit es cooler aussieht. Und ich weiß, mein Pickel sieht aus wie ein Piercing. Beziehungsweise inzwischen ist es kein Pickel mehr, sondern ein aufgekratztes Etwas. Aber egal. Oh ne, meine Kamera hat sich aufgehängt. Scheiß Kamera, einen Moment, der Bläser-Bluse. Ich hasse meine Kamera, weil die einen Wackelkontakt hat. So, oh ja, verbinden. Und zack. 3, 2, 1. Ja, da bin ich wieder. Wieder. Ich muss synchronisieren, deswegen ist die Kamera wieder runtergerutscht. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls spielen wir heute Link's Crossbow Training mit einem sehr tollen Start, wie ich finde. Und herzlich willkommen. Ich wollte das Spiel ja zum Anlass des... Was zum Anlass dessen spielen, das... Weil nächsten Monat Twilight Princess HD rauskommt für die Wii U. Bam. Und deswegen, ja. Ich frage mich, wie ich... Also, ich habe das Teil hier. Aber ich frage mich, wie ich das machen soll. Weil ich hier einfach keinen Platz habe. Ich raste aus. Also, hier ist das Mikrofon, wie ihr sehen könnt. Und das ist halt... Hier ist das Kabel, was da so lang führt. Der Fernseher ist direkt vor mir quasi. Ich weiß noch nicht genau, ob ich präzise genug schießen werde. Ach, ich weiß es nicht. Es ist alles so scheiße hier, eng alles. Ich muss irgendwie eine Konstellation finden, wo ich mein PC, die Kamera, den Fernseher, mein Mikro hinstellen kann, ohne dass hier alles irgendwie, keine Ahnung, wenn Dings kommt in... Ja, Kalibrierung bitte. Das klingt ganz gut. Und eigentlich sollte man das, glaube ich, andersrum spielen. Ich glaube, ich scheiß mal auf die Sicherheit. Oha! Sicherheit ist weg! Ich werde sterben! Nee, oder? Hä? Wie spielt man das? Hä? Moment. Ja, doch so. Mit rechts steuert man normalerweise. Na ja, gut. Dann muss ich das jetzt... Ich glaube... Nee, das muss weiter hoch auf jeden Fall. Ja. Okay. Zack. Goody Booty. Ja. Wir spielen Link's Crossbow Training. Ist so eine Art Spin-off von Legend of Zelda Twilight Princess. Aber hier geht's. Ist halt nur ein Spin-off und kein richtiges Zelda-Spiel. Beziehungsweise zählt es als. Nee, zählt es nicht. Komm, nehmen wir einfach mal einen Link C. Ja. C ist der dritte Buchstabe im Alphabet, also passt das doch hier, ne? Genau. Wir haben hier so Level. Und da können wir Sachen erschießen. Wir haben ein... Genau, das Coole ist, wir haben nicht sowas. Also Link hat nicht sowas. Nein, nein, er hat eine richtige Armbrust. Und damit will er Ziele erschießen. Frag mich nicht, warum. Und es gibt drei Runden jeweils und eine Zielvorgabe. Das heißt, man kriegt einen Bronze-Dingens, wenn man 20.000 Punkte erreicht. Und dann gibt's halt immer jeweils... Ich weiß nicht, wie man das Ding hält. So oder so. Das fühlt sich beides scheiße an. Oh. Na egal, auf jeden Fall kriegt man Medaillen so. Und es gibt Gold und Platin und alles. Und mal gucken, ob ich die alle machen will. Beziehungsweise, ob ich die alle schaffe, besser gesagt. Ihr werdet heute nicht so viel von mir sehen. Weil das... Ich würde jetzt die Kamera bewegen, um euch zu zeigen, wie eng das hier alles ist. Aber wenn ich die Kamera bewege, da steht die Möglichkeit, dass der Wackelkontakt wieder eintritt und das Bild sich aufhängt und ich den... die Cam dann wieder neu einstöpseln muss und alles. Das ist dann doof. Auf jeden Fall ist da gerade der Tisch zu Ende. Das heißt,
Oh Gott, das wird so unpräzise alles. Oh Scheiße. Ich glaube, ich halte das Ding falsch. Okay. Okay, also, ja, wie ihr sehen könnt, das ist das ganze Spielprinzip hier. Man muss die Ziele erschießen. Ich muss es andersrum tragen. Ich hab's verkackt. Hab's verkackt? Ich muss das gleich nochmal spielen. Ja, so ist es besser. Mit dem Zielen, mit der rechten Hand. Okay. Okay. Dann habe ich es gerade verkackt. So. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch so Krüge und alles. Und es gibt Bonus-Boni, wenn man Ziele hintereinander getroffen hat. Also da. Alter. Verkackt, verkackt, verkackt. Oh Gott. Ich glaube, es wird nichts hier so. Nein! Ach, fuck. Ich meine, ups. So. Ich hab. Was? Was? Ein Huhn. Ich glaube, das kriegt Minuspunkte, ups. Oh. Okay. Also die Steuerung, muss ich sagen, ist ein bisschen unpräzise. Aber ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Also ob es an dem Sensor liegt, dass er relativ nah dran ist. Shit. Habe ich in die Mitte gedrückt? Nee, 100 wäre bestimmt die Mitte. Ob der Sensor zu nah dran ist oder nicht. Oder was auch immer damit nicht stimmt. Ich bin mir nicht sicher. Tja. Ich fühle mich so doof, weil ich so seitlich sitze. Das ist blöd. Aber ich kann nicht. So, okay. Versuche, die Stahlfass zu treffen, während sie aus dem Sand steigen. Lasse dich nicht umbringen. Nein, da steht umziegeln. Was? Umzingeln. Bin ich dumm? Ich treffe nichts. Okay. Headshots geben nichts. Offenbar. Und da unten rechts sehen wir dann an der schönen Minimap. Okay, bei ihm. Bringt der Headshot vielleicht was? Naja, wir sehen unten an der Map, wo die Gegner auftauchen. Und eigentlich ist das hier ganz schlecht, dieser Dauerfeuer, weil wir dann unsere Combo verkacken. Hey, da ist ein Kürbis. Ich will den Kürbis. Oh. Die geben wohl auch. Oh, ups. Von hinten kommt auch gleich was. Aua. Oh Mann, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Habe ich jetzt kriege ich gar nichts? Doch. Okay. Ich muss noch irgendwas ändern hier. Ich glaube, der Fernseher steht vielleicht einfach zu nah. Ich versuche ihn mal vorsichtig mit dem Fuß wegzuschieben. Oh Gott. Mit dem C. Ja. Okay. Jetzt ist der Sensor weiter weg und vielleicht kann ich dann präziser schießen. Oder gar nicht mehr. Ach, oh, ich kann mich bewegen. Nee. Das ist alles scheiße hier. Okay. Okay, die geben auf jeden Fall ordentlich Punkte. Oh. Ich weiß nicht, was ich gerade vorhatte, aber ich wollte, glaube ich, den C-Stick benutzen, um irgendwas zu drehen. Was natürlich nicht geht, weil es hier keinen C-Stick gibt. Alter. So, diesmal müssen wir innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Zeit von Gegnern töten. Okay. Wir sind natürlich oberfies und töten nochmal Leichen. Leute, ich hab den nach hinten getroffen. Oh Mann. Stirbt doch. So. Dann laufen noch ein paar. Ich glaube, ich bin zu scheiße, um dieses Spiel zu spielen. Ich fühle mich so richtig schlecht. Das konnte ich wohl besser. Und ich glaube, kann es sein, dass ich Gegner übersehen habe. Übersprungen habe. Da ist noch einer auf dem Radar. Ich glaube, der war am Anfang, weil ich da nicht richtig geguckt habe, oder? Oder, Moment. Ah, der versteckt sich da in der Ecke. Muss ich schnell töten. Yes. Nein! Ich konnte es noch nicht. Oh, ich konnte das nicht mehr schießen. Toll. Okay, immerhin haben wir Bronze. Wow.
Das ist nicht gut. Auch wenn das Spiel dir das weiß machen will. Aber nein, Bronze ist nicht gut. Wenn man bedenkt, dass es Platin gibt. Ich weiß aber nicht mehr, mit wie viel Punkten. Also, natürlich gibt's Bronze, Silber, Gold, Platin. Naja. Egal. So. Ich fühle mich immer noch unwohl. Ich weiß ja nicht. Ich kann auch nicht mal gucken, wie ich aussehe, wenn ich seitlich gucke. Weil ich dann seitlich gucke. Naja. Vielleicht lasse ich die Cam einfach weg. Oh, ich wollte die alle schon anschießen. Upsi. Gibt die Mitte, okay. Ups, ich habe ihn dann getroffen. Ups. Ich glaube, je länger in der Luft ist, desto weniger ist er wert, dieser Kristall. Shit. Okay. Ich schieße den an und dem macht einfach gar nichts. Als ob es ihm nicht wehtut. Okay, okay. Ups. Nein. Wie soll man das so schnell machen? Ich schwöre, ich war früher viel besser in diesem Spiel. Ich hatte... Ich weiß nicht, nee, Platin hatte ich glaube ich nicht. Ich muss mal gucken, im alten Spielstand. Der ist natürlich nicht hier, weil ich auf der View aufnehme. Aber auf der Wii müsste der sein. Ist ja ein Wii-Spiel hier. Ja, deswegen ist es ein Wii-Spiel. So. Okay. Wilde Fahrt am Zora-Fluss. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Mindestens 10 Minuten. 16 Minuten. Okay. Zack. Oh, die geben ja echt Punkte. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass die Punkte geben. Das will ich aber auch haben und... Nein! Fuck. Köpfe bringen 100. 100 Punkte. Wow, die geben 200. Wow, und ich verkack's die alles. Oh, ich glaube, ich habe den Kristall da instant getroffen, deswegen habe ich 1000 Punkte bekommen. Was? Wie viel bekommen? Nein, dich will ich gerne töten. Dich auch. Dich auch, dich auch, dich auch. Und ich habe dich sogar getroffen. Ich dachte, ich habe daneben geschossen. Ah, fuck. Was? Die schießen mich ab, Mann. Nein, da war ein Kristall. Ach. Ich sehe das immer so früh. Ich glaube, ich mache nicht Platin. Schädel schießen. Versuche alle Schädel zu treffen. Trefferserien bringen mehr Punkte. Zack. Was? Ach, man kann ja auch den Schuss aufladen. Was? Ach, das sind Schädel. Jetzt erkenne ich sie erst. Nein. Ja. Nein, ich hab's verkehrt habe ich gesagt. Die Sicht ist so verwirrend. Oh Manu! Nein! 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 Oh. Verkackt. Ich bin so schlecht. Tötet mich nicht, weil ich so schlecht bin. Oh nein! Den roten! Nee, den roten, Mann! Ach Mann, ich hasse mein Leben. Ich schwöre. Oh Mann. Egal, Bronze hier. Bronze. Wenn das Let's Play vorbei ist, werde ich
überall Platin machen und euch dann zeigen, dass ich toll bin. Beste Ergebnisse. Wir machen noch Level 3. Ich hoffe, es gibt keine mindestens an Punktzahl, die man erreichen soll, um weiterzukommen. So, trifft die Ziele so schnell wie möglich. Treffer sollen bringen zusätzliche Punkte. Jetzt mal alles anschießen hier. Ich muss mich konzentrieren. Deswegen bin ich ruhig. Ja. Oh, shit. Ich meine, wenn man die Trefferserien richtig trifft, dann ist es relativ müsste es relativ einfach sein, die Punkte zu kriegen. Selbst wenn man nicht unbedingt in die Mitte trifft, bringt das ja schon eine Menge, wenn man da mal 10... Ich liebe solche Präzisionsspiele und habe sie früher schon immer geliebt. Also solche einen auf den Bogen schießenden Sachen. Mochte ich schon immer. TNT, Mann, TNT! Okay. Ah, da will er mich verarschen. Hin. Ich meine, das sieht jetzt schon ganz anders aus als vorher. Scheiße, hätte ich noch einmal gedrückt, ey. Scheiße. Okay. So. Hätte ich noch einmal gedrückt. Verdammt. Ja. Was ist das? Eine Melone. Eine. Oh mein Gott. Da war ein Meteor, Mann. Meteorit! Meteorit! Kann ich die kaputt machen? Ja, kann ich. Kann ich. Was? Bin getroffen. Ah. Ups. Ich höre den Meteoriten, aber ich habe ihn nicht gesehen. Schade. Okay. Nein! Nein! Ach. Tausendmal daneben geschossen, ey. Okay, hier habe ich auch eine Menge Punkte eingesackt. Okay, es geht. Vielleicht sehen wir mal Silber oder so. 4000. Okay, wahrscheinlich nicht. Außer es läuft wieder so gut. Überfall an den Hylia-Brücke. Oh mein Gott. Ein Kürbiskopf, Kürbiskopf, Kürbiskopf. Okay. Ach, scheiße. Kombo verkackt. Freut ihr euch schon auf Zelda HD, Mann? Auf Twilight Princess HD? Da ist einer vorbeigeflogen. Oh. Was? Das werden irgendwie viele. Ich wusste, einer hat einen Kristall. Ey. Das ist doch immer so, diese... Lawina, Leute, hier. Ha. Naja, fast. Hätt's für Silber gereicht, ne? Aber nur fast. Äußerst fast. Jojo. Du hast eine Bronzemedaille erhalten. Oh, du hast eine Medaille gewonnen. Ein neuer Level wurde freigeschaltet. Ich habe 3 Medaillen gewonnen. Ich glaube, ja... Man muss mindestens eine Medaille offenbar kriegen, um überhaupt weiterzukommen. Ich mach noch. Jetzt habe ich doch das Bedürfnis, hier mehr Punkte zu sammeln. Jetzt gewöhnt man sich ja langsam an die Steuerung. Oh, guck, wie verzögert das ist, ey.
Oh Mann. Ja. Ich mach nochmal Level 1. Einfach nur um zu gucken, wie man sich innerhalb 3 Level belevigt, was verbessert hat. Trifft die Ziele möglichst schnell. Trefferserien bringen mehr Punkte. So, aber ich kann jetzt schon mal alles erschießen, was ich sehe. Ich bin einfach mal auch mit der Hand ruhig und so. Versuche nicht daneben zu schießen, einfach. Scheiß auf diese komischen Krüge. Scheiß auf die Krüge, ne? Ich glaube, der Vogel, der gerade vorbeigeflogen ist, hätte einen Minuspunkt gegeben. Also mehrere Minuspunkte. Yes, Fässer. Boah, das war knapp. Shit, und jetzt habe ich mein... Komm, ach, fuck. Alles verkackt, nur wegen diesem einen Ding. Was ist das? Ah, verdammt. Na gut, aber... Muss ich sagen, es sind jetzt schon mehr Punkte als... Ja. Eindeutig. Ja, okay. Gut, gut. Oh, nee. Ich glaube, hier versuche ich auch mal. Ich würde eigentlich die grünen Dinger ungern einsammeln. So, okay, ich habe auch hier mehr Punkte bekommen, aber es ist auch irgendwie eine Scheißwelt, finde ich. Weil man irgendwie gezwungen ist, diese grünen Dinger einzusammeln, das will ich gar nicht haben. Oh, das war das. Verdammt. Das ist ein bisschen komisch. So, zack, zack. Zack, ah. Ach, verdammt. Ich verkack's immer wieder, die Kombo. Was wird das? Was habe ich da über... Worauf habe ich gezielt? Da ist doch einer, ja. Oh, warte, da war noch einer übrig? Ups. Egal. Okay. Das ist eine Menge. Wir haben Silber.
Ich glaube, bei 6.000 vielleicht Gold. Und bei 60.000 meine ich natürlich. Und bei 10.000, ja, 60.000 bei 100.000 vielleicht Platin. Wer weiß. Ja, aber das war es auf jeden Fall für den Part. Ich werde mal schauen, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Ob ich jetzt alles einsammeln werde oder nicht. Beziehungsweise gucke, ob ich wirklich Platin erreiche oder nicht. Ich glaube, das wäre aber zu hart für mich. Nein. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Links Crossbow Training. Boah. Tschüss.